Hallo, mein Name ist Hendrik Ballerny und ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem neuesten AWT-Tutorial. In dem heutigen Video zeige ich Ihnen die Werkzeugwechseloptimierung. Mit diesem nützlichen Tool können Sie ganz einfach die Werkzeugwechsel in Ihrem Programm minimieren und kommen somit schneller zum Erfolg. Wie Sie diesen Datensatz in ein Dialogprogramm einfügen können, um welche Parameter sich in diesem Datensatz noch befinden, zeige ich Ihnen wie immer am besten direkt an der Konsole. Bei der Werkzeugwechseloptimierung handelt es sich um eine zusätzliche kostenpflichtige Softwareoption der Winmax-Steuerung. Sie dient zur optimierten Ablauforganisation und somit zur Verringerung der Anzahl von Werkzeugwechseln in Dialogprogrammen. Typischerweise erfolgt die Ausführung von Dialogprogrammen von oben nach unten. Bedeutet in unserem Beispielprogramm, die Datensätze 1 bis 7 werden in der programmierten Reihenfolge durch die Steuerung bearbeitet. Unser Demo-Programm besteht aus drei einfachen Bearbeitungen. Zunächst eine Außenkontur, die geschrubbt und geschlichtet wird, anschließend eine Innenkontur, die geschrubbt und geschlichtet wird und 7 M8er Gewindebohrungen, die zunächst vorgebohrt und anschließend geschnitten werden. Schon bei diesem einfachen Demo-Programm fällt auf, dass wesentlich mehr Werkzeugwechsel ausgeführt werden, als eigentlich benötigt würden. Das Programm könnte mit 4 Werkzeugwechseln ausgeführt werden, es werden aber 18 durchgeführt. Gerade bei der Nutzung von Musterfunktionen, um zum Beispiel eine Mehrfachaufspannung zu generieren, kann es hierbei natürlich zu enormen Zeitverlust kommen. Ich habe unser Demo-Programm nun um einen Musterverschieben-Datensatz ergänzt und wir sehen in der grafischen Simulation deutlich, dass jedes Bauteil nacheinander abgearbeitet wird. Hierdurch entstehen anstatt 18 sogar 36 Werkzeugaufrufe, obwohl lediglich 4 nötig gewesen wären. Um nun alle unnötigen Werkzeugwechsel zu optimieren, können wir einen neuen Datensatz generieren. Die Werkzeugwechseloptimierung finden wir anschließend über den SoftGF 5 Verschiedenes, den SoftGF 7 Weiter, nochmal dem SoftGF 7 Weiter, unter SoftGF 2 Werkzeugwechseloptimierung ein. Sobald Sie den Werkzeugwechseloptimierungsdatensatz generiert haben, wird Ihr Programm optimiert durchgeführt. Sie haben aber immer noch Einfluss auf die Reihenfolge der Bearbeitung, indem Sie den Aufrechterhalten Level 1 Anweisung und Aufrechterhalten Level 2 Anweisungsparameter nutzen. Level 1 Anweisungen sind hierbei Schrubbanweisungen. Level 2 Anweisungen sind hierbei Schlichtanweisungen. Bedeutet für Sie, wenn Sie zum Beispiel den Aufrechterhalten Level 1 Anweisung Parameter auf Ja setzen, darf die Steuerung werkzeugwechseloptimiert arbeiten, muss aber die Reihenfolge der Programmierung von Schrubbanweisungen aufrechterhalten. Bedeutet, es wird kein Schrubb-Datensatz übersprungen. Die sicherste Variante für Sie ist, wenn Sie beide Parameter auf Ja einstellen. Hierbei kann es zwar sein, dass einige Werkzeugwechsel mehr durchgeführt werden, als eigentlich notwendig ist, aber ein Überspringen von verschiedenen Datensätzen und somit eine Kollisionsgefahr wird hierdurch vermieden. Die optimierteste Durchführung erhalten Sie, wenn Sie beide Parameter auf Nein einstellen. Nur durch das Einfügen des Werkzeugwechseloptimierungsdatensatzes wird das Bauteil nun wesentlich effektiver gefertigt. Wie Sie in der grafischen Simulation deutlich sehen können, werden nun lediglich 4 Werkzeugaufrufe durchgeführt und die Bauteile damit wesentlich effektiver gefertigt. Generell empfehlen wir Ihnen, die Werkzeugwechseloptimierung nicht vor ein ganzes Programm zu schreiben. Unser anwendungstechnischer Tipp ist hier, nutzen Sie die Werkzeugwechseloptimierung lieber punktuell und schalten Sie sie vor Ihrer gewünschten Bearbeitung ein und anschließend nach der Bearbeitung wieder aus. In den Programmparametern der Dialogprogramme gibt es in der Registerkarte Allgemein 2 noch einen Parameter Werkzeugwechseloptimierung. Dieser Parameter definiert, ob Sie generell eine Werkzeugwechseloptimierung für dieses Programm erlauben oder eben nicht.
Durch reines Aktivieren dieses Parameters wird Ihre Werkzeugwechseloptimierung allerdings noch nicht aktiviert. Sie benötigen, wie eben gezeigt, den speziellen Datensatz. Das war unser AWT-Tutorial zum Thema Werkzeugwechseloptimierung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Arbeit mit dieser nützlichen Softwareoption etwas erleichtern. Wenn Sie noch Fragen zu dieser Option oder irgendeinem anderen Feature der Windmarktsteuerung haben, schreiben Sie diese einfach als Kommentar unter dieses Video. Oder schicken Sie eine E-Mail an die Adresse awt@hurke.de. Ich hoffe, dass ich Sie beim nächsten Mal auch wieder begrüßen darf und verbleibe bis dahin mit freundlichen Grüßen aus der AWT.